Wie speichert das Magnetband? Ziemlich einfache Frage. Also sagen wir mal so, die Frage kommt einfach daher. Man kann aber relativ viel dazu schreiben. Zunächst mal, das Magnetband ist ein Kunststoffband. Haben wir schon den ersten Teil der Antwort. Ja, die Speicherung erfolgt auf einem Kunststoffband und zwar sequenziell. Ja, ein Band ist etwas, wo die Daten hintereinander aufgereiht sind und man kann nicht direkt zugreifen, sondern man muss vorspulen und zurückspulen. Ja, das ist gleichzeitig ein Nachteil dieser Speicherung. Also eine sequenzielle Speicherung auf einem Kunststoffband. Große Datenmengen. Ja, diese Bänder können recht groß sein. Man kann also große Datenmengen speichern und beliebig löschen und neu beschreiben. So, damit haben wir die wesentlichen Aspekte. Wie speichert das Magnetband? Die Speicherung erfolgt auf einem Kunststoffband und zwar in sequenzieller Form. Sequenz heißt Folge, was auch bedeutet, dass man nur sequenziell zugreifen kann und nicht unmittelbar. Man muss also vor- und zurückspulen. Aber das ist ein Nachteil. Große Datenmengen kann man speichern und man kann diese Bänder beliebig oft löschen und neu beschreiben. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.